Yo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Unite. Heute werden wir mit Cinderace spielen. Das habe ich heute freigeschaltet durch die 14 Tage Einlog-Bonus-Sache. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt, gehen direkt in eine Runde rein. Und ich würde sagen, bis gleich. So, Leute, wir werden mit Cinderace spielen. Ich hoffe, dass ich es bekomme. Ah, da haben wir es schon. Ich sehe doch, ich habe jetzt letztens auch Ding freigeschaltet durch die Beginner-Challenges, Krustel. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Parts dann mal spielen. Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf auf den. Wow, und den Skin hätte ich echt gerne. Diesen Piraten-Skin da. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall hier einmal den Blaze-Kick machen. Und dann werde ich hier einmal Feint machen, dass man sich so unsichtbar macht und sind die nächsten Angriffe ein bisschen stärker und man heilt sich auch. Ich finde vor allem auch die Passive von Cinderace ist extrem krass. Auf jeden Fall sehr Bock auf das Pokémon. Weil ich habe gehört, das soll mega OP sein. Oh, wir spielen gegen Guardiola. Das neue Pokémon. Gengar ist auch wieder dabei. Der Bursche, man kennt's. Glurak. Und Pikachu und gegen Alolan wie Vulnona. Ist es wirklich in jedem Match ist Zerora dabei? Lucario auch wieder so ein Attacker. Aber das Gute ist, die haben keinen Tank unten. Also die haben keinen Tank dabei. Aber Pikachu macht auch so immens viel Damage. Okay. Machen auf jeden Fall mal das. Okay, das ist so ein Ding-Angriff. Okay, wir sind auf jeden Fall ein Fernkämpfer wieder. Auch jetzt sagt man nicht, dass wir einen AFKler schon wieder im Team haben. Oh nein. Also wie gesagt, ich habe schon mal gehört, dass Pokémon soll übelst krass sein. Okay. Das gibt's nicht, dass wir schon wieder einen haben, der was OP ist. Ach, wieso hab ich immer einen im Team, der war AFK? Ist das Dingens? Gut, das ist ein Mega-Ding irgendwie. Aber auf jeden Fall gute Skills. Also dieser Zusatzding ist vor allem richtig stark. Okay, der Glurak scheint ein bisschen lost zu sein. Oder kommt Albollo? Okay. Okay, ich muss aufpassen, dass er mich nicht mit der Zunge herzieht. Okay, wir machen auf jeden Fall ordentlich Damage. Okay, wir haben uns entwickelt, nice. Scoren, scoren, scoren. Ey, das ist halt wirklich jedes Mal so ein Müll, wenn einer AFK ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das manche Leute absichtlich machen, weil man kann ja nicht instant in einer Runde nicht mitspielen. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin immobilisiert. Okay, das war sehr schön geholt von uns. Boah, der macht ja übelst viel Schaden. Was? Also, ja, als ob der nicht down ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Kann ich dem helfen? Ja. Wir müssen auf jeden Fall das Beste versuchen. Pikachu ist auf jeden Fall irgendwie AFK. Okay, Ding hat sich entwickelt. Ah ne, das ist Ding. Okay, das macht. Okay, das ist wirklich übelster Damage. Alter!
krasses Bock. Okay, wir machen auf jeden Fall Feint. Da gibt es der Flammenkick. Hä? Hä, man wird ja nicht unsichtbar. Aber der kann mich nicht angreifen, glaube ich. Okay, was war das? Uah. Ah, jetzt bin ich unsichtbar. Ach so. Oh mein Gott. Ja. Wir können halt die Runde nicht gewinnen. Aber das Pokémon ist auf jeden Fall interessant. Ey, also wirklich. Sorry Leute, aber schaut euch den Spieler hier an. Der spielt einfach seit der ersten Minute nicht mit. Okay, ich bin irgendwie deutlich schneller, habe ich das Gefühl. Alter, wie viel Damage ist das? Alter, schau dich das an! Die werden komplett zerstört. Okay, ich kann nur mit jemandem hier... Okay, ich verstehe. Okay, das haben wir auf jeden Fall mal kaputt gemacht. Aber vielleicht haben die... Haben die oben auch einen, der was AFK ist? Das kann natürlich auch sein. Schau euch den Damage an, das ist doch komplett krank. Überhaupt nicht übertrieben. Das, oh, Gengar. Ja, der macht übelsten Damage. Also Gengar ist auch nicht ohne. Ist ja generell in der Community als eines der stärksten Pokémon aktuell angesehen. Das hassen auf jeden Fall viele, weil es einfach übelsten Damage macht. Aber wir sind nicht einmal jetzt krass hinten oder so. So, wir nehmen das auf jeden Fall auch nochmal mit. Ja, der Gengar rassiert auf jeden Fall ordentlich. Aber ich glaube, die haben einen, der was auch AFK ist. Okay, der geht auf jeden Fall mit. Machen wir das da unten. Okay. Also der Hase macht der übelsten Schaden. Alter, schau ich den Damage an. Oh mein Gott. Wir könnten sogar vielleicht noch gewinnen. Also wenn die das verlieren, dann sind die echt richtig schlecht. Die Gegner. Wir machen da auf jeden Fall den Farmstielen. Oh, tschüss. Okay, Gengar kommt uns auf jeden Fall nach. LOL. Yo, wie schnell ist denn der? Was ist das denn? Seht euch das Gengar an, Leute. Seht euch dieses Gengar an. Schnell, 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 schnell. Die brauchen Hilfe hier. Alter. Ich bin fast wieder dead. Oh. Ich werde sterben. Aber es ist ein cooles Match auf jeden Fall. Boah. Ey, die sind immer aus der Range draußen, ne? Eieieiei. Oh Gott. Glurak habe ich auf jeden Fall auch mal Bock, dass ich den spiele. Der Laxo schießt sich selbst irgendwo hin. Okay, alles klar. Ah, okay, er schießt einfach irgendwo hin. Verstehe. Wir könnten eventuell noch gewinnen, wenn wir uns Ding holen. Wir müssen jetzt wirklich auf Zapdos spielen. Dann könnte man es eventuell noch reißen. Auch wenn es sehr schwierig wird. Sollte auf den ein bisschen herumlaufen. Der Ding kommt auf jeden Fall mir helfen. Aber der macht ja übelst den Schaden, dieser Charakter. Was haben sich die hier gedacht? Okay, das haben wir schon mal geholt. Nice. Pikachu ist da. Gengar, Gengar, Gengar. Wichtig, wichtig, wichtig.
Schau dich das an! Schau dich das an! Was ist das? Was ist das denn? Also das ist ja wirklich, also ich hoffe, dass der bald genervt wird, weil der ist ja wirklich, also das kann man ja gar nicht, der kann gegen den kann man gar nichts machen. Die müssen auf jeden Fall in die Mitte gehen. Geht doch in die Mitte, was machen die denn da? Der Princess Wayne und der Ghost Shark, der machen es, die machen ja kompletten Blödsinn. Die wollen's. Oh Gott. Ich versuche noch zu kommen, aber es wird wahrscheinlich schon zu spät sein. Oh. Der Ding ist down. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Oh, Mensch, das ist jetzt ganz wichtig. Renn doch weiter, Alter. Wir müssen jetzt hier komplett durchscoren. Bam. Das ist jetzt hier ganz... Oh, der macht seine Ulti. Boah. Oh nein, ich habe den Zapdos-Buff nicht. Boah, das ist jetzt die Frage, wer jetzt hier mehr Punkte gemacht hat. Das könnte jetzt hier noch ganz close werden. Wir hätten halt die Runde easy gewonnen, wenn dieser Ding hier mitspielen würde, dieser Spieler hier. Der Catrack. Ach, ich weiß halt nicht, was das für Leute sind. Das ist wirklich, das tut mir echt leid, wenn man da so sich aufregen muss. Aber wie kann man dieses Spiel spielen und instant nicht mitspielen, die Runde? Das sind solche Dinger, Spieler, wirklich. Ja, jetzt kriegen wir natürlich wieder das Ding, jetzt kann man mich verteidigen wieder. Oh, tschüss. Oh mein Gott! Ah, ich glaube nicht, dass wir das gewonnen haben. Ja. Was soll man machen, Leute? Aber das Pokémon ist geil, das werden wir im nächsten Part, glaube ich, nochmal spielen, weil das hat echt gute Moves drauf, es gefällt mir echt sehr gut. Wir waren sogar der MVP von unserem Team. Ja gut, der Gengar-Spieler hat natürlich wieder ordentlich rasiert. Ja, ich finde es halt schade, wie gesagt, mit dieser Catrack, da kann man den reporten. Ich hoffe schon. Report. So. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Bleibt auf jeden Fall weitergespannt. Vielleicht machen wir im nächsten Part dann wieder mit Leuten und gemeinsam auf jeden Fall, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.